Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. Oh, meine Stimme ist gerade ein bisschen kratzig, geil. So, Tag 177, wir sind in den letzten drei Tagen angekommen, weil ich glaube 179 Tage gab's. Das heißt, der Tag, der nächste und der übernächste, die müssen wir jetzt einfach nur noch überstehen, ja? Ich weiß nicht, wann die Überprüfung zu Ende ist. Ich hoffe heute und ich hoffe, dass sie gut ausfällt. Dann habe ich nämlich keine Angst mehr davor. Gut. Arzt, Ausstattungen in städtischen Krankenhäusern veraltet. Ja, das Geld, was ich nicht bekomme, können die ja da mal in die Krankenhäuser stecken. Galerie für moderne Kunst stellt nach Suizid Werke des Künstlers Sigmund Hammerling aus. Ist ja normal, Standard. Bürgermeister Watchers, ich gratuliere allen Universitätsabgängern. Gewiss nicht. Ist doch eh nur Gelaber von dem. Kennen wir doch alles. Ich habe eine extrem starke Angstattacke, jo, Alter, Schule, meine Tochter hat's gebrannt, jo. Du hast auch eine Angstattacke, du hast zu viel getrunken. Du hast auch zu viel getrunken, was habt ihr denn gestern alle gemacht, war Party? Warum war ich nicht eingeladen zu der Party? Verdammte Scheiße. Bitte Überprüfung vorbei. Jo, 10 Begräbnisse, Alter. Phaser, tschüss. Roy, tschüss. Gardner, tschüss. Daniel, tschüss. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Geil. Wow, oh Gott, da ist ja schnell vorbei, Alter. Ein Mann fährt am Strand mit einem Buggy Leute um. Zeugen sagen, dass er wie ein Wahnsinniger lacht. Okay, schicken wir doch mal ein paar Leute hin. Hier ist unten Angriff. Achso, für den Angriff, ja, der Chefgärtner. Alles klar. Ich meine, ich werde sowieso bei der Aufstellung bleiben, die ich habe. Fängt ja schon mal gut an der Tag. Fängt ja schon mal sehr, sehr gut an der Tag. Freue ich mich direkt. Vor der Stadthalle haben sich einige Eltern versammelt. Bei ihren Kindern wurden Mukopolysaccharidose diagnostiziert. Eine seltene angeborene Krankheit, die das Nervensystem, innere Organe und Skelettmuskeln angreift. Freiburg hat den Ankauf der zur Behandlung nötigen Medikamente eingestellt, da sie der jährlichen Überprüfung nicht standgehalten haben. Die Eltern sind wütend. Mrs. Paltry, Anführerin der Versammlung, hat in ein Mikrofon gerufen, diese Krankheit tötet unsere Kinder und ihr denkt nur an eure politischen Spielchen. Und schon habe ich keine Leute mehr. So fängt ein Tag gut an, Leute. So fängt ein Tag sehr, sehr gut an. Freue ich mich. Fontenor tot. Ich habe keine Leute mehr. Hier ist Belästigung am Start. Mrs. Abbott, ja, hat uns angerufen und zugesagt, dass ein erwachsene Männer am helllichten Tage Schülerinnen im Schwimmbad belästigen würden. So ein paar aufgepumpte Muskeltypen in Badehosen haben die Mädchen angefasst und am Pool neben ihnen gelegen. Okay, vielleicht sind das aber auch einfach nur ihre Freunde. Ich kann es nur hoffen zumindest. Denn wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Da reden wir aber jetzt nicht drüber. Der Buggy rast direkt auf den Streifenwagen zu. Auf die Reifen schießen. Und mein bester Mann. Warum ist mein bester Mann so ausgegraut? Ich dachte, der wäre verreckt. Was? Diese Polizisten wurden für eine offizielle Befragung benötigt. Das wird ein paar Tage dauern. Ach so, deswegen kommt er nicht zurück. Die Männer waren keine Perversen, sondern lizenzierte Rettungsschwimmer. Sie haben den Mädchen eine Erste-Hilfe-Stunde gegeben. Ja, dann halt so. Fuck! Mr. Boyd, mich haben gerade besorgniserregende Nachrichten erreicht. Die Hafenverwaltung hat ein paar Schläge angeheuert, um unsere wichtigsten Gewerkschaftsvertretern Lektionen zu erteilen, damit wir bei der Verhandlungen über die neuen Arbeitsverträge der Hafenarbeiter einen Rückzieher machen. Unsere Quellen haben uns die Informationen geliefert, dass sie uns jeweils einzeln erwischen und sozusagen überzeugen wollen, unsere Einstellung zu ändern. Für weitere Verhandlungen brauchen wir also Personenschutz. Da würde ich ja eigentlich Leute hinschicken. Nur mir sind zwei Leute verreckt, einer ist zur Befragung raus. Ich habe keine Leute da. Und da kommt direkt wieder Escalation, Alter. Ich würde ja gerne. Thomas Baxter, Bäcker bei Crispy Tommy, behauptet, dass Jerome Roll von der Bäckerei Livelihood
bösartige Gerüchte über ihn verbreitete, wie dass er in seinem Teig spuckt und gefährliche Chemikalien einmischt. Viele der Stammkunden glauben offensichtlich den Gerüchten und haben sich vor den Laden versammelt, um sich dem Bäcker vorzuknüpfen. Das sind Dutzende wütende Leute. Ich komme nicht vor die Tür. Ich hab sie verriegelt. Alles klar. Ich kann nicht viele Leute schicken. Julko Grubbler hat berichtet, seine Nachbarn lautstark streiten gehört zu haben und schwört, dass es mindestens 4 verschiedene Stimmen gewesen seien. Kurz darauf sollen Schüsse gefallen und alles still geworden sein. Mr. Grubbler hat vorher bereits verdächtige Personen in der Wohnung gesehen und sogar Waffen bei ihnen ausgemacht. Ich wusste nicht, was ich zu diesen tätowierten Schlägern sagen sollte, hat Mr. Grubbler unter Tränen gestanden. Okay. Die werden das doch eh wieder verkacken, weil die nicht genug Punkte haben. Alter, da ist Akino bei, der hat 15. Warum verreckt der nicht eigentlich mal bei einem Auto? Nicht, dass ich das möchte, aber... Nur die... Ja, schmeißt mich... Ich möchte weinen. Darf ich einmal in meinem Leben weinen? Im Let's Play. Darf ich das? Dann jetzt. Dann einfach jetzt. Oh. Ja, am Premierabend von der längste Finger... Geiler Film, Alter, habe ich immer geguckt. Drohte ein anonymer Anrufer, er würde die Kino mit sonst allen Gästen darin in die Luft sprengen. Der Kinoleiter sagt, der Anrufer habe eine Stimme wie die eines Kindes gehabt und ist sich recht sicher, dass es sich nicht um einen Streich handelt. Ja, schön, freue ich mich ja. Ja, danke. Ein Mann im Zoo ist in einen Teich gestiegen, um einen Schwan zu fangen. Warum sollte man das tun? Weiß kein Mensch. Ein sehr besorgter Zoobesucher sagt aus, der Mann ist verrückt. Er hat gesagt, er würde den Vogel töten, wenn er nicht freiwillig zu ihm kommen würde. Alles klar. Wenigstens den gefangen. Hier, ein Fußgänger überquert ohne Ampel die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Laut eines Zeugen versucht der Fahrer gar nicht zu verschwinden, sondern stieg aus, packte den Fußgänger, der auf der Straße lag, und begann ihm ins Gesicht zu schlagen. Alles klar. Pass doch auf, wo du langläufst, du verdammter Hurensohn. Denke ich mir auch immer. Das ist schön. So, Schießerei, haben die nicht geschafft. War mir sowieso schon vorher klar. Das war zum Glück nur Fake. Der Typ hat den Schwan gefangen, hat den Schwan hoffentlich noch ein paar auf die Fresse gegeben. Und jetzt komme ich noch den Fahrzeugunfall. Da wird der Typ wahrscheinlich auch noch verreckt sein. Gehe ich stark davon aus. Zeig mir das mal bitte. Vielen, vielen Dank. Und ist er verreckt? Ja, natürlich ist er verreckt. War mir vorher bereits klar. So, 23 Uhr schon wieder. Ich habe heute nichts geleistet. Ich rede die ganze Zeit, weil ich nicht weiß, was ich sonst noch machen soll. Es ist einfach zum Weinen. Gott. So, Massenschlägerei. Während der Premiere eines neuen Films über die Geheimagentin Jasmine Roach stürmte ein Mann in das Kino und protestierte lautstark gegen die Gewalt in dem Film. Zunächst beleidigte er die Leute, die den Film genießen, versuchte nur verbal, recht schnell kam es jedoch zu einem richtigen Kampf. Alles klar. Habt nur 3 Leute. Ist mir egal, wenn einer von denen dabei verreckt. Wir verrecken doch sowieso alle durch irgendwelche Fahrzeugunfälle. Interessiert mich nicht mehr. Interessiert mich alles nicht mehr. Es sind nur noch 2 dreckige, verdammte Scheißtage. Und ich werde diese verdammten Scheißtage... Wahrscheinlich werde ich das Spiel noch verlieren. Akino hat 5 Punkte. Oh. Ja, weißt du, da schicke ich jetzt noch Leute hin. Ist mir egal. Ich meine, ich kann eh nichts mehr machen. Ich habe die Leute gerade da. Schicke ich noch welche hin, da habe ich das wenigstens hoffentlich safe. Aber... Nee, Leute. Nee. Und 6 Leute da. Oh, ich leg mich jetzt einfach hier hin und weine. Oh. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Oh, meine Fresse. Oh, es ist. Tag 178. Wenn ich Glück habe, werde ich heute gefeuert. Aber gut.
Wir sehen uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Ich weine jetzt noch ein bisschen vor mich hin. Und dann sehen wir uns da wieder. Wie gesagt, bis dahin. Tschüss.